Herzlich willkommen miteinander zur Qualifikationsrunde von der Rothaus Trophy. Ganz herzlich begrüße ich auch Peter Frey. Peter, schön bist du da. Ja, schön, dass ich da darf sein. Wir schauen da ein spannendes Rennen. In wenigen Momenten geht es los. Da setzt sich jemand durch. Ist das da vorne? Ist das der Moritz? Schön diszipliniert. Uiuiui, wir sind die Abkurve anfahren. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Alle Autos sind am Start, alle Autos sind im Rennen drin. Das Kopf vorne, das Trio. Mit dem... Hinter dem Fünften macht sich eine kleine Lücke auf. Wenn wir die Lücke wieder schließen, dann hat es gesehen, wir laufen rennen. Schweizer, Luginbühl, O'Grady, das Klassement. Spitzentrio vorne aus. Und der Claude ist am O'Grady da. Wer qualifiziert sich heute? Für den letzten Platz. Es geht nur 6 Runden lang, also es kann noch viel passieren. Oh, und ein Überholmanöver. Ich sehe gerade nicht, wer es ist. Hast du gesehen, wer das ist, Peter? Es war mir nicht ganz klar, weil er da einen kleinen Ausflug ins Grüne gemacht hat. Es muss der Claude Keller sein. Der Claude Keller hat gerade Sandy Luginbühl überholt und befindet sich noch auf Platz 2. Aber Sandy schlägt zurück und überholt gerade beide, Keller und Schweizer. Sandy Luginbühl vorne aus. Jetzt die Schweizer wieder zurückgeschlagen. Das ist ein Schlagabtausch dort vorne. Schade, können wir da die Bilder gar nicht über, Peter. Ich sehe nicht, was an der Spitze läuft. Moritz Schweizer scheint immer noch rauszuziehen. Es ist eng. Kopf an Kopf. 9 Sekunden von Claude Keller, 3 Sekunden von Dermot O'Grady. Dann macht sich eine Lücke auf von knapp 5 Sekunden. Hart auf der Bremse, aber ist alles gut gegangen. Es klingt spannend. Miriam ist an der Pia dran und der Dermot ist am Claude dran, hat ihn jetzt überholt. Er findet sich neu auf Platz 2. Und der Moritz Schweizer scheint sich abzusetzen. Über 10 Sekunden Vorsprung auf den zweibezeitigen Claude Keller. Und da hinten raus ist es knapp. Sandy und Miriam bieten sich ebenfalls Kopf an Kopf rennen. Und der 5. Platz. Wer holt sich den 5. und letzten Platz für das Qualifying von der Rothaus Trophy? Der Funk gehört von Moritz Schweizer. Irgendetwas ist nicht gut gegangen. Oh, jemand steht. Wer ist das da? Böse Kerl. Wer ist das da, wo da steht? Oh, das ist Sandy. Sandy fliegt ein bisschen zurück. Und vorne bleibt es eng. Moritz Schweizer immer noch vorne weg, über 10 Sekunden. Kurz von Claude und dem Dermot. Oh, jetzt, was passiert in dieser Kurve? Dermot greift den Claude an. Kommt aber vorerst am Claude nicht vorbei. Oh, und ein Crash. Böser Abflug. Das müsste O'Grady gewesen sein, wenn ich es richtig gesehen habe. An der Boxe. Und ist zurück auf der Strecke. So, was ist der? Nein, immer noch in der Boxe. Halbzeit, 3 Runden. Sind gefahren, 3 Runden bleiben. Es bleibt spannend. Es macht den Anschein, als ob der Dermot O'Grady eine Stunde Boxengasse gefahren ist. Dermot O'Grady kann das Feld nochmal von hinten aufrollen. Es gibt noch alles drin. Die ersten 5 qualifizieren sich dann fürs Hauptrennen. Heisst, der Dermot muss einen Rückstand von etwa 10 Sekunden können fahren.
Ja, oder im Hauptrennen, Peter, da bist ja du auch dabei. Du hast dich bereits qualifiziert. Wie ist für dich die Strecke zum Fahren? Es ist sehr schwierig, manchmal rutschig ein bisschen, aber das heisst gar nichts. Ich habe vielleicht eine gute Runde zusammengebracht und die als Null hocken wir brutal im Nacken. Wir werden sehen, wir geben alles. Es wird eine spannende Kiste und auch hier ist eine spannende Kiste. Vorneweg immer nur der Schweizer. Wir haben doch beachtlichen Vorsprung von über 15 Sekunden auf den Keller, gefolgt von der Bartoli. Und aktuell sieht es aus, als wären Miriam und Sandy für das Hauptrennen qualifiziert. Nadine gibt aber nicht auf, sie bleibt dran. Nähert sich der Sandy. Und auch der O'Grady kämpft sich da zurück. Aus einer Runde ist eine halbe Runde Rückstand geworden. Der O'Grady ein bisschen das Problem hat, wenn man in seinem Land auf die andere Richtung fährt oder auf der anderen Strassenseite. Das kann verwirrend sein. Vor allem ist er sich auch nur gewöhnt, den Kängurus auszuweichen und nicht anderen. Oh! Oh! Entschuldigung für die Unterbrechung, ein Crash! Oh yeah! Pia ist abgeschossen worden, Pia Bartoli. Und es profitieren Sandy und Miriam. Oh je, was für ein Crash kurz vor Schluss. Zweitletzte Runde, noch ist nichts verloren. Und O'Grady kommt führen. O'Grady. Sechster Platz. Lediglich 10 Sekunden noch hinter dem fünften sicheren Hafen. Zwei Runden noch zu fahren. Leider ist so ein Final Lap. Letzte Runde hat angefangen für die erste. Wer holt sich da die letzten Plätze? Ui! Kopf an Kopf rennen zwischen Luginbühl und Honecker. Da wird einem nichts geschenkt. Da wird gekämpft um jeden Zentimeter. Die ersten begeben sich auf Zielgeraden. Schweizer, Keller, Luginbühl, Honecker, Bartoli, O'Grady, Hilber, das ist der aktuelle Zwischenstand. Gibt es noch Verschiebungen zwischen dem 5. und dem 6. O'Grady? Es ist knapp. Aber das könnte knappe Kiste werden. Könnte der Dermot O'Grady noch auf der Zielgerade Pia Bartoli abfangen? Wenn sie hinterste fährt. Gewinnen tut das Rennen Moritz Schweizer, souverän. Jetzt sieht so aus. Jetzt hat er über eine Runde Vorsprung auf den Claude Keller. Was für eine Leistung. Ich glaube, das ist eine Ansage für das Finale. Ja, der Claude Keller ist im Ziel. Und auf dem dritten Platz ist aktuell Sandy Luginbühl, gefolgt von Miriam Honecker und Pia Bartoli. Oh, und da, O'Grady ist zurück. O'Grady ist zurück auf dem dritten Platz. Wie kommt das, Pitt? Weil er dann über das Startziel ist. Okay. Miriam wird vierter Platz, qualifiziert sich ebenfalls fürs Finale. Und der fünfte Platz holt sich Pia Bartoli. Hold for Steroid!
Engo. Also, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu die Finale. Ich bin so froh, ich habe da an der Wand geschossen. Jetzt darf ich reden. Ohne Ende. Und wir haben Peter Fry in Pole Position. Und das ist Matthias da auch. Matthias schon in der Lead. Und jetzt. Oh, jemand ist in der Wand. Nein, nicht mehr. Alle haben rausgekommen, fast. Matthias Müller, Borus, dann Moritz, Peter Fry und Claude Keller. Come on, Pia, du musst jetzt Führer schaffen, Führer schaffen, Führer schaffen. Nur 7 Sekunden hinter dem Pack. Matthias ist immer noch stark in der Lead. Oh! Ups! Wer war das? Wer gerade in der Wand reinhämmert? Das ist Michael. Also Michi ist wahrscheinlich Use. Ich habe einen schönen Blick. Also Matthias has hit the lead. Followed by Claude Keller. Moritz, 2 Sekunden hinten. Oh, das ist... Michi und Moritz in a little M&M. Duel, little battle, bumpy, dandy and fit, looking good, pedal to the metal, Tandy, come on, hit that, Claude still in the lead, Drew Use in the sand pit, Danny hat gerade noch ein bisschen gut gemacht, oder? Sie ist schon in Zweite. Claude auf Fünfte. Folgt bei Moritz. Mickey in the lead. And der arme Peter ist noch ein bisschen weit hinter, aber er hat schon, der bringt das schon hin. Oh! Pia hat Probleme. Peter hat auch. Nein? Peter ist der 6. Platz, er folgt Claude. Und fast überholt. Oh, das ist eng. Das ist geil. Peter ist playing it safe. Drafting hinter Claude. Kommen in der Ecke hier. Und macht jemand einen coolen Trick? Sehr brav, Peter. Vorsichtig. Wunderbar. Nicht von mir gelernt. Coole Rennen. Micke ist on top, Nummer 1. Folge bei Moritz und Matthias. Danny drop back to 4. Oh, Peter gerade, Claude überholt, bravo. Habe ich gar nicht gesehen, wie. Schön. Das Porsche Practice. Claude, du solltest auch ein Porsche, Porsche, glaube ich. Das, wäre gut gekommen. M&M sind immer nach vorne. Miki folgt bei Moritz. Und er gibt noch einen. Matthias Müller. In Dritte. Ah.
Ah, sie fahren ganz gut. Das ist das Spitzenteam hier. Nichts mit Sande, nicht mit Sandkiste da. Alle sind brav. Kein Rasen mähen. Nichts. Langweilig. Come on. Noch ein bisschen schneller da, Team. Gib mir noch ein bisschen Spiel und Action. Sandy ist vierte. Folgen Matthias. Thor ist noch ein bisschen weit hinter. 7 Sekunden hinter Peter. Muss etwas ändern da, brauchst du Turbo, da habe ich geklaut. Turbo drücke, unten links. Glaube ich. What is that? The eject button. Not sure. Danny hat gerade Matthias überholt, bravo, bravo. Jetzt ist sie nur 2 Sekunden hinter der Mickey. Moritz ist irgendwie immer noch knapp vorne. Gut, gut. Peter ist hot on the heels von Matthias. Ich mache ihm noch ein bisschen nervös für dich, Matthias. Jetzt haben wir 4 Laps gemacht, fast halbe. Moritz immer noch Nummer 1, macht das top. Aber es ist sehr eng vorne. Sehr eng bis auf Claude. Der ist immer, der wird weiter hinter. Der ist, Moritz, Michi, Sandy, Matthias. Matthias Bravo, gerade überholt Sandy. Stark, aber nichts sehen wie. Bis ich das checke, wer ist genau im Bild und so. Die sieht alle gleich aus, aber das ist okay. Peter ist im 5. Platz. Und. Er ist on the tail of Sandy. Ui. Gerade überholt. Peter stark. Aber noch ein Sandy innehaut. Das ist nicht ein Red Flag. Das ist legal. Sandy kämpft sich weiter. Ine. Moritz immer noch Nummer 1. Folge bei Matthias. Miki, alle mit ihm. Triple M. Leute, ich glaube, die Luft ist düster bei dir. Komm schon. Gib noch ein Gas da. Kann Sandy fangen. Wer war das? Aha. Fehler von Moritz, hä? Gerade gesehen. Er ist noch ein bisschen disorientated, Moritz. Was soll das? Ich glaube, dass Matthias hat die engraved Tafel in seinen Hosensack. Der kann es gerade ankleben auf seinen Pokal hier. Peter ist immer noch in der Race. Vierte. Nur bei Bitzli, 2 Sekunden. Fast. Ui.
little bumping going on da von Miki und Moritz. Ja, ja, bump, bump, nur. Geil. Peter hat gerade profitiert. Er liebt, er lacht. Komm, Miriam. Du kannst den Claude fangen. Du holst ihn sicher. P ist auch Gumme. In achte Position. Peter, 2 Sekunden von der Lead. Entfernt. Ja, das geht schnell. Oh, Cat and Mouse mit Moritz und Michael. Oh, 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 einmal die Abschüsse und bang, bang, beide sind in der Wand. Aber beide leben, der Moritz kommt raus. Peter ist auch raus von der Wand, bravo. Moritz, dritter Platz. Folge sehr eng bei Michi. Sandy ist nur 10 Sekunden entfernt von the Big Four, der Rat Pack. Claude ist Kilometer weg. Ich glaube, er ist auf einer anderen Bahn. Andere Rennstrecke ist bei Red Bull in Salzburg. Peter hat auch noch den Breakaway gemacht. Er ist auf der Final Lap. Hey, look mal. Es ist Matthias gegen Peter Frey für the Championship. Alle anderen sind noch die Chile. Oder am Schwitzen. Also, wie macht der Peter das jetzt? Das ist eine alte Tactical Fox. The final lap. Kann er Matthias entthronen? Oh, oh, oh. Noch die Bumpies. Und, oh, the gravel. Sandy business. Has the lead, bravo. Got him on the beach. Moritz in dritte. Peter is unstoppable, glaube ich. Und bravo. Gratuliere. Erster Peter, zweiter Matthias. Moritz, Michael, Dandy, bravo. Pierre kommt. Claude, noch nicht. Und Miriam. Schön. Hey, nice. Nein, 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 nein